Jo Leute, was geht? Kraft90 Gaming ist am Start. Heute habe ich für euch einen God-Mode. Und zwar ist der mega einfach. Der ist richtig easy. Der kriegt jeder von euch hin. Ihr braucht nur eine Sache. Alles weitere nach dem Intro. So, also, ihr braucht nur eine einzige Sache und diese Sache ist, ihr müsst einen Nachtclub besitzen. Habt ihr einen Presslufthafen bzw. eine Diskothek, dann könnt ihr schon eigentlich sofort loslegen, weil ohne diesen Nachtclub könnt ihr das Auto auch nicht bekommen. Der Wagen, den gibt es nicht zu kaufen, soweit ich weiß, den bekommt ihr automatisch, wenn ihr einen Nachtclub kauft. Habt ihr den Nachtclub eh schon längst, dann braucht ihr nur in die Garage gehen. Der steht dann immer auf Platz 1 bzw. im Untergeschoss 1, da geht ihr dann rein. Da müsst ihr den Wagen tunen, ist ein Transporter, wie heißt der nochmal? Vapid Speedo Custom heißt der. Und da hinten steht da schon der dicke Bomber. Ich habe den schon getunt. So sieht der gute aus. So, und mit dem Auto habt ihr dann God Mode, aber nicht ihr persönlich habt God Mode, sondern das Auto hat God Mode. Das heißt, ihr könnt durch diese winzigen Scheiben, wo die Panzerplatten sind, durch diese Scheibe und hier vorne die Scheiben, seid ihr, ja, ich sag mal, antastbar. Ne? Das heißt, da könnte man euch erschießen, wenn man gut trifft. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten ist das Auto unzerstörbar. Der Wagen hat dann God Mode, ist mega einfach und kann ich euch nur empfehlen. Ist schon richtig witzig. So, also, so sieht er aus. Wenn ihr, wie gesagt, eine Diskothek habt, einen Nachtclub besitzt und einfach schon alles habt, dann braucht ihr nichts mehr machen. Ihr braucht nur das Auto-Tune, steigt ins Auto ein, drückt dann die Falltaste nach rechts, sodass ihr in die Werkstatt kommt. Seid ihr in der Werkstatt angekommen, drückt ihr zweimal nach unten, dann drückt ihr Kreis. Jetzt müsst ihr auf Garage verlassen gehen, da aber noch nicht X drücken. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr die PlayStation-Taste und die X-Taste gleichzeitig gedrückt habt. Für ein paar Sekunden, ich sag mal 4 Sekunden reicht schon. Und dann seht ihr, dass rechts die weiße Ladeschnecke kommt und in der Regel sollte dann schon der Wagen God Mode haben, wenn ihr draußen gespawnt seid. Bitte verschont mich mit Kommentaren, ja, funktioniert nicht und ist fake und bla bla bla. Es kann natürlich mal sein, dass der nicht beim ersten Mal funktioniert, aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal funktioniert er definitiv. Also bei mir hat er auch nicht immer beim ersten Mal funktioniert, aber meistens beim zweiten Mal schon. Also wie gesagt, auf Garage verlassen gehen, PlayStation und X-Taste gedrückt halten. Dann seid ihr in diesem Menü. Dann müsst ihr gleich rechts die weiße Ladeschnecke kommen. Da ist sie schon. Jetzt könnt ihr loslassen, Kreis drücken. Dann habt ihr gesehen, ihr seid draußen gespawnt. Ja moin, erstmal die Tür abgeknallt hier, weggefahren. Jetzt nehmt ihr eine Haftmine, knallt die schön an die Karre und dann lasst ihr einfach mal explodieren. Und dann seht ihr, ihr habt God Mode. Ist natürlich blöd, so wie jetzt in dem Fall. Oh, ja moin, wie fahren die denn hier? Alle bescheuert oder was? Ist natürlich blöd in dem Fall, wenn ihr aussteigt und einer fährt euch die Tür weg, dann seid ihr natürlich wieder verletzbarer. Deswegen, also guckt, dass ihr da irgendwo an eine Seite fahrt, dass kein Auto beim Aussteigen euch die Tür wegknallt. Und dann testet das kurz mit der Haftmine. Dann seht ihr auf jeden Fall, dass ihr God Mode habt. Ihr habt ja gesehen, ich kann es nochmal machen. Ihr könnt auch mit der Bazooka, whatever, könnt einfach draufballern, damit ihr auch wirklich auf der sicheren Seite seid. Da passiert gar nichts und schon habt ihr den God Mode. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ihr braucht einen Nachtclub, dann habt ihr automatisch das Auto, dann müsst ihr das Auto tunen, also sprich Panzerplatten und so weiter. Dann geht ihr kurz in die Werkstatt, geht zweimal nach unten. Wenn ihr das gemacht habt, Kreis drücken, dann verlassen, aber PlayStation-Taste und X-Taste gleichzeitig gedrückt halten und dann für ein paar Sekunden, ich sag mal 4 Sekunden einfach gedrückt halten, dann seid ihr im Menü, dann seht ihr die Ladeschnecke rechts und wenn ihr dann gespawnt seid, einfach kurz loslassen, mit der Haftmine das Ganze austesten und in der Regel klappt es auch sofort. Es gibt eine Methode, wie man euch, ja, wie man euch abfacken kann, da gibt es halt ein Kontervideo zu, hat Miss Lady Attic rausgebracht bzw. hochgeladen. Das Video werde ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken, könnt ihr euch direkt angucken, damit ihr Bescheid wisst, wo ihr darauf achten müsst. Und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß an der Stelle. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder für die Leute, die neu sind, auf jeden Fall ein Abo da lassen. So weiß ich auf jeden Fall, ob ihr da Bock drauf habt und ob ich weitere Glitches hochladen soll.
Ansonsten bin ich erstmal raus. Viel Spaß, euer Kraft. Ciao. Better watch your friends, they quick to turn the odds.